Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Ja, Kai Schneller, mein Gast heute bei Wertvoll kochen, Küchenchef in der Sonnenalb, beziehungsweise im Restaurant Silberdistel, dem Gourmet-Restaurant der Sonnenalb in Ofterschwang. Du hast gesagt, ja, du legst ganz großen Wert darauf, dass als ich das Allgäuer sagt sag. Man das, ja, ja. Genau. Du hast uns ein wunderschönes Gericht heute mitgebracht. Wir werden ein bisschen nachher noch auf deinen Küchenstil natürlich in der Sendung auch eingehen, was den ausmacht. Ja? Du hast uns als mit einer der Hauptprotagonisten heute die Holunderblüte mitgebracht, glaube ich, in zweierlei Varianten. Ja, einmal hier schon im Gläschen. Ja, selber eingemacht, so ein bisschen so süß-sauer. Ja. Ja, einfach so dieses Prinzip so from farm to table, mal so ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Okay. Die Holleblüten, die sammle ich selber und dann mache ich entweder ein Öl davon oder lege sie süß-sauer ein. Und beides sind dann Komponenten, die auch dann in das Gericht mit integriert werden, zusammen mit noch ein paar anderen schmackhaften Sachen, dass es einfach eine runde, stimmige Sache gibt. Sehr schön, klingt auf jeden Fall spannend. Also gerade diese sauer eingelegte Geschichte, ich glaube für viele ein interessantes Thema. Wenn man selber Blüten sammeln geht, wie sowas funktioniert, wirst du uns in der Sendung erklären. Ich freue mich riesig drauf, ich weiß ja schon, was ich mich gibt. Auch. Ja. Und Sie, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wertvoll kochen. Ja Kai, wir hatten eingangs jetzt schon von dir gesprochen, haben aber eigentlich noch gar nicht verraten, was es denn heute Schönes gibt oder beziehungsweise was du uns Schönes mitgebracht hast. Also aus unserem kulinarischen Reigen Alpine Cuisine, die ich sehr gerne koche, weil ich mich dabei von Produkten aus Südtirol bis zum französischen Jura inspirieren lasse, habe mir ausgesucht so einen heimischen Saibling. Mhm. Der kommt bei uns aus dem Gunzesrieder Tal. Ich nenne ihn Nagelfluh-Saibling, weil das Quellwasser für diese Fischzucht entspringt direkt aus dem Rindalphorn, 1000 Meter Höhe, frisst sich da wirklich durch das Nagelfluhgestein, das ist so Urgestein, nennt sich auch Herrgottsbeton, das ist eine ganz besondere Gesteinsform und speist dann so die Becken, wo diese Saiblinge gezüchtet werden. Die wachsen relativ langsam, sind dafür aber umso von der Fleischqualität her absolut sensationell und halt gerade ein paar Kilometer vom Hotel entfernt und man kennt sich, man schätzt sich, also das ist eine Lieferantenkette, wo ich sage, die ist kurz. Kann ich blind darauf vertrauen. Okay, das heißt aber auch sozusagen das, was du jetzt erzählt hast mit dem Gestein, schmeckt man nachher wahrscheinlich auch im Fisch, oder? Also die Becken, sage ich jetzt mal, die Mineralik vielleicht auch, tut dem Fisch sicher gut, ne? Mit Sicherheit, so wie das Wasser, so der Fisch, glasklar und geschmackig. Sehr schön, schaut auf jeden Fall top aus, das Produkt. Okay, also es wird Saibling geben. Da haben wir ja schon ein bisschen was über die Holunderblüte gesagt. Was hast du uns da mitgebracht? Also auf zwei Arten. Einmal aus diesen frischen Blüten, die sollten vielleicht zwei Tage ohne Regen am Strauch gehängt sein, mache ich dann einfach ein Holunderblütenöl in so ein Glas reingeben, 50 Grad warmes Rapsöl drüber gießen, zwei Tage auf der Fensterbank stehen lassen. Dann kriegt es diesen wunderbar blumigen, aromatischen Duft. Meine Kinder mögen es nicht so, ich liebe es. Also ähnlich wie der Holunderblütensirup, nur dass man eben Öl in dem Fall verwendet. Und du hast gesagt, es sollte nicht regnen, zwei Tage die Sonne scheint, einfach damit der Geschmack sich voll entfalten kann. Dann explodiert das Aroma, ja, richtig. Okay. Mhm. Und dann habe ich noch die Blüten genommen. Man kann auch diese Knospen nehmen, kurz bevor sie aufgehen. Ja. Und dann mit so einem süß-sauer Fond, also Champagneressig, Zucker, Lorbeerblatt, Pfefferkörner und eine Prise Salz einfach heiß machen, drüber gießen, drei, vier Tage stehen lassen. Dann kriegt man dann so kleine süß-saure Note. Das gebe ich dann zum Schluss auf das Gericht drauf. Gibt es so einen kleinen Touch noch dazu? So einen frischen Kick sozusagen. Ja. Also passt nichts anderes wie eine heimische Kaper eigentlich, oder? So vom Prinzip her. So kann man es definieren. Ja. Passt aber auch saugut zu einem schönen, reifen Käse zum Beispiel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Sehr schön. Okay. Was haben wir noch als Komponente? Ich sehe da noch mal so zwei Karaffen mit Flüssigkeiten drin. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich interessanter Part, ja. Ich habe einfach die ersten gescheiten Tomaten genommen aus Spanien. Mhm. Einfach mit dem Mixstab so ganz erbarmungslos da rein und mit ein bisschen Gin, Salz, Zucker, Zitronensaft, ein bisschen Cayennepfeffer. Mhm. Schön rassig vom Geschmack her abgestimmt und dann einfach püriert und dann über Nacht einfach so hängen lassen in so einem alten Stoffsäckchen. Okay. Mhm. Dann habe ich hier diesen sogenannten Tomatenabhang. Der ist mal mehr, mal weniger klar. Mhm. Und dann als zweite Komponente habe ich hier noch eine Buttermilch, da werden wir uns einen Buttermilchbruch herstellen, auch wieder der regionale Bezug. Das gibt es so kleine Säurepunkte noch in dieser blumig-aromatischen Geschichte auf dem Teller. Sehr schön. Ja, also Sie sehen schon, liebe Zuschauer, der Sternekoch heute zu Gast, sehr, sehr viele Komponenten, klingt jetzt wahrscheinlich im Vorfeld erstmal ein bisschen komplizierter, als es ist. Es aber ist. Nicht.
Ja, mit was sollen wir denn starten? Also ich schlage vor, den Saibling habe ich mir schon angeguckt, der ist wunderbar, wenn man den jetzt vielleicht noch kurz ein bisschen trimmt und die Gräten zieht, dann wäre das eine wunderbare Geschichte. Also trimmen heißt einfach ein bisschen dir zuschneiden, so ein bisschen abparieren, haben wir jetzt auch schon öfter in der Sendung gezeigt. Ja. Und dann einfach die Gräten ziehen und du machst in der Zwischenzeit, kümmerst dich, glaube ich, um den Tomatenfond nochmal. Ja, weiter, richtig, ne? Und den Buttermilchbruch. Okay. Und wir werden nachher den Saibling auf der Haut braten, das geht. Viele Leute haben ja eigentlich Angst, dass sie sagen, oh, Fisch auf der Haut, das wird nichts. Das geht ganz easy, kalte Pfanne, Butter, Salz und kein Mehl. Funktioniert. Okay. Also Mehl war früher einfach, da hat man gesagt, dass es nicht klebt oder knusprig wird, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Nee, mit ein bisschen Gefühl funktioniert das wunderbar. Okay, keine Angst vor Fischen. Dann startest du mit dem Tomatenfond. Ich zupfe derweil den schönen Saibling hier und du kannst uns mal noch ein bisschen was erzählen. Wir haben ja vorher schon gesagt, du bist im Allgäu tätig, in Ofterschwang. Das war dir ganz wichtig, dass das auch richtig sagt. Du hast ja gesagt, die Allgäuer sind da stolz, ne? Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, mehr als der Allgäuer kann schon im Leben nicht werden. Sehr gut. So, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich nehme einfach eine Kartoffel, tue sie mir ein bisschen abschälen und dann reibe ich die und binde damit den Tomatenfond ein bisschen ab, dass der halt auch nicht so dünn umeinander suppt. Das heißt, die Kartoffel macht dann sozusagen die Bindung. Ja, du benutzt jetzt hier keine Stärke in dem Sinn, also eine Maisstärke oder Mondamin oder sowas. Einfach, weil es eine schönere Bindung gibt oder warum die Kartoffel? Das ist eine schöne, sämige Bindung und das Ding wird nicht so trüb. Ah, okay, weil das ist ja klar. Jetzt haben wir da über Nacht quasi diesen Fond abhängen lassen. Also das ist eine Arbeit, die man am Vortag oder am Vorabend gut schon vorbereiten kann. Ja, muss man auch machen, weil das braucht die Zeit einfach. Okay, und dann wird in dem Fall mit der Kartoffel gebunden, damit dieser, wie du schon bereits gesagt hast, dieser mehr oder weniger klare Fond, der ist ja dann zum Teil sogar manchmal, bekommt man das auch hin, je nachdem wie die Tomate ist nachher dann auch, dass der richtig klar wird. Und diese Klarheit würde man kaputt machen, wenn man da jetzt mit einer normalen Speisestärke dran geht, oder? Ja, richtig, eine normale Speisestärke. Ich finde, das wird auch immer so ein bisschen so leimig manchmal. Okay. Ich mag die Konsistenz nicht so besonders. Also dass es eher so eine leimig-schleimige Konsistenz gibt nach der Bindung nachher dann. Weil dieser Fond wird dann nachher warm angegossen an das Gericht, der wird so gut lauwarm angegossen. Okay. Ich koche ihn jetzt auf, dass die Kartoffel schön binden kann. Und dann gleichzeitig reduziere ich den auch ein kleines bisschen. Also die Gräten lassen sich hier hervorragend ziehen. Ja, weil der Fisch, den habe ich halt auch am Sonntag, also gestern Vormittag, geholt. Ja. Den haben sie einen Abend vorher aus dem Becken geholt. Der braucht einfach diese Nacht, dass er sich entspannt, dass die Leichenstarre so zu Ende geht. Genau. Und dann gehen die Gräten auch super raus. Also das, was man kennt, dass man zwar sagt, die Frische vom Fisch, die erkennt man daran, wenn der so in der Luft steht, wenn man den am Schwanz packt, sage ich jetzt mal. Aber es ist einfach auch so, dass man den auch mal einen Tag lang einfach dann ruhen lassen muss, sonst würde der aus der Pfanne springen, oder? Wenn man da ganze Forellen macht. Ne? Und außerdem macht er nicht so viel Spaß beim Kauen, weil klar ist der dann mega frisch, aber er ist halt viel zu kompakt im Biss. Und so, wenn er jetzt so 1,5 Tage, 2 Tage alt ist, dann ist er richtig schön geschmeidig und cremig im Mund. Und das wollen wir ja auch trotzdem, dass man Braten einfach auch erzielen. Dann sagt er, schleicht sich so richtig schön mit den anderen Komponenten hinten runter. Sehr schön. Gut, also es ist nicht immer so, dass man sagt, nur der ganz frische Fisch, ja. Also da muss man den Leuten auch ein bisschen die Angst nehmen, ne? Dass man wirklich sagt, dass die Leichenstarre dann vorbei ist, dass der auch mal 1-2 Tage eben ruhen kann. Ne? Ja, jetzt kommt nur ein kleines bisschen Zitronensaft rein. So ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Den Zitronensaft, der kommt rein, wahrscheinlich einfach um die Gerinnung noch ein bisschen. Ah, okay. Na, das ist schon ein Sauermilchprodukt, da passiert sonst nicht mehr viel. Also es ist nicht die zusätzliche Säure, die jetzt quasi die Gerinnung bewirkt, sondern einfach nur das Erwärmen. Ja, wenn es normale Milch wäre, würde die Zitronensaft, Zitronensäure dazu beitragen, dass es gleich gerinnt. Mhm. Aber da passiert einfach nur das, durchs Erhitzen, so auf 80 Grad, 90 Grad, flockt es einfach nochmal aus. Okay. Unten drunter ist die Buttermilchmolke, obendrauf ist dann dieser Bruch. Den gieße ich anschließend hier einfach in ein Tuch ab. Mhm. Und dann, wenn die Flüssigkeit abgetropft ist, habe ich hier unsere so bröselige, krümelige Masse. Okay. Die sind einfach so als Komponente noch auf dem Teller mit verteilt. Also das heißt im Prinzip, genauso wie man Käse sonst herstellen würde, halt ohne Lab, dann in dem Fall nur durch die Säure oder durch den Säuregehalt. Ja. Richtig, genau. Sehr schön, klingt spannend. Also das ist nachher dann auch quasi dann ergänzend dieser Buttermilchbruch nachher nochmal zu den sauer eingelegten Kapern. Holunderkapern, wie wir vorher gesagt haben, einfach nochmal so ein bisschen Säurespiel. Das einfach so ein bisschen die Aromatik auch ein bisschen hin und her switcht, sage ich einmal. Sie sehen schon, liebe Zuschauer, es passiert hier einiges auch im Gaumen. Ne?
Ich hätte den ersten Saibling fertig. Ich weiß nicht, wie viele Stücke würde dir das reichen? Also für zwei Portionen sind es zwei schöne Stücke. Die hinteren 5 cm, die verarbeiten wir meinetwegen zum Tartar oder sowas. Aber die beiden schönen vorderen Stücke, den die darfst du nachher. Uns. Den, super, den darfst du nachher portionieren. Hab den nur noch schon mal für dich vorbereitet. Ich vertraue dir vollkommen, glaub mir's. Sie haben schon gesehen, liebe Zuschauer, auf der linken Seite stehen deutlich mehr Produkte auf der Arbeitsfläche wie auf der rechten. Also ich glaube, dem Kai sein Vertrauen muss man sich erst erarbeiten. Ja, ist so, ich bin halt auch schon seit 20 Jahren da oben. Ja. Und ich weiß eigentlich schon, wie ich es will. Meine Truppe, auf die ich richtig stolz bin, ohne die ich sowieso aufgeschmissen wäre. Wir ziehen da alle in einem Strang und es macht einfach Spaß, da mit den Jungs zu kochen. Sehr schön. Soll ich den Saibling in der Zwischenzeit noch mal kalt stellen? Oder bitte, ist ja lieber, ja, wenn der. Das wäre schön. Dann stellen wir den so lange in den Kühlschrank. So. Kai, wie weit bist du mit dem Bruch? Können wir das. Ja, wenn ihr kommt. Langsam abschütten? Oder? Na, es muss schon einmal. Okay. Also, ich lasse es kurz, ja, wie soll ich sagen, einmal kurz husten. Mhm, also, ja, kurz auffallen, ja, nicht kochen wie Wäsche, ja. Sollte man ja sowieso nichts. Also wirklich nur einmal kurz aufblubsen lassen. Ja. In der Zwischenzeit, die Kartoffeln hast du ja reingerieben. Das wird jetzt auch nur ganz langsam aufgekocht, um die Bindung zu erreichen. Ja, das ist richtig. Und dann auch gleichzeitig nur ein bisschen einreduzieren. Mhm. Vielleicht um ein Viertel oder um ein Drittel, dass der Geschmack einfach sich nur ein bisschen konzentriert. Okay. Alles klar. So, jetzt gut, und den Saibling haben wir soweit vorbereitet. Jawohl. Gib mir noch 10 Sekunden. 10 Sekunden, alles klar. Die haben wir Produkt Zeit. Die haben wir auf jeden Fall noch. Du siehst, ich bin schon ganz ungeduldig, weil ich das. Für mich ist es eine ziemlich spannende Geschichte, was da entsteht. Das kenne ich gar nicht. Normalerweise bin ich der Ungeduldige am Herd. Ja, ja, da bin ich jetzt natürlich. Das ist jetzt für mich auch was Neues, was ich so noch nie gemacht habe. Ne? Das ist auch schön. Das Tolle an dem Format, dass man natürlich da über die Kollegen immer noch mal was dazulernt. Ja? Für die Zuschauer zu Hause, wenn die sich wundern, warum wir heute so räumlich getrennt sind, ist natürlich auch der momentanen Situation ein bisschen geschuldet. Deswegen ist Agieren am Herd gerade ein bisschen schwieriger. Muss ich mal von Weitem hier in den Topf schauen. Jawohl, das schaut ja schon mal ganz gut aus. Die 10 Sekunden sind jetzt 20 geworden, aber vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem, so viel gönnen wir dir. Das heißt, wir schütten jetzt Man sieht es jetzt schon, das ist ausgeflockt. Das heißt, wir schütten jetzt diesen Bruch ab. Das müsst ihr in der Regel normalerweise so 2 bis 3 Stunden abtropfen, hast du mir im Vorfeld gesagt. Ja, das ist richtig. So lange können wir natürlich nicht warten, aber wir werden dennoch eine ganz kurze Pause machen und sind danach mit dem hoffentlich fertigen Bruch wieder für Sie da. Das schaut spannend aus. Liebe Zuschauer, wir sind zurück aus der Pause. Der Buttermilchbruch hat schon richtig schön abgetropft. Ich glaube, du bist ganz zufrieden, Kai, oder? Sieht gut aus, gefällt mir. Passt das so? Das heißt, mit dem müssen wir eigentlich auch nichts mehr weitermachen. Der wird nachher dann bloß noch angerichtet, oder? Der ist ready to serve. Der ist ready, alles klar. Okay, wie geht's weiter? Wir haben jetzt da den Tomaten vorgebunden. Jawohl, der schaut schon gut aus. Der hat schon diese schön leicht glasige, sämige Bindung, die ich so mag. Das werde ich jetzt einfach abpassieren und vielleicht noch 2 Minuten köcheln lassen, noch ein bisschen reduzieren, dass der Fond ein bisschen mehr Biss und Rasse kriegt. Okay. Dann passiere ich ihn ab und dann mixe ich einfach dieses Holunderblütenöl rein. Hast du ja vorher schon erklärt, einfach mit 50 Grad warmem Öl. Und versuche jetzt dir einfach mal ein bisschen so die Säure von der Tomate vorzustellen in Verbindung damit. Das ist richtig fein. Ja. Schade, es gibt leider noch kein Geruchsfernsehen. Aber das kennen wir ja. Gut, aber es schaut schon mal alles ganz toll aus. Du hast uns des Weiteren noch ein rote Beete-Püree nachher mitgebracht. Jawohl, da setzen wir nachher den Fisch einfach drauf. Dann hast du ein bisschen so süßlich-erdige Komponente auch noch, ohne dass es den Gaumen arg stresst. Ja, ganz kurz, das rote Beete-Püree hast du wie gemacht? Ach, einfach aus dem Supermarkt gekochte rote Beete, okay, mit ein bisschen Kartoffel, ein bisschen Sahne, weichkochen, pürieren, fertig. Ganz so einfach wie möglich. Alles klar. Und das machen wir uns ein bisschen lauwarm nebenbei. Das läuft dann schon mal nebenzu. Dann hast du gesagt, es gibt Staudensellerie dazu und ein paar Radieschen, die hast du mir schon bereitgelegt, die soll ich für dich schneiden. Dann haben wir gesagt, beim Staudensellerie ein bisschen die Fäden ziehen. Fäden ziehen und dann geben wir roh rein. Dann haben wir auch so ein kleines crunchiges Element da drin. Das heißt, der wird gar nicht gekocht? Nee, einfach nur in hauchfeine Blättchen geschnitten, so ein bisschen schräg vielleicht wegen der Optik. Also man sieht es hier, wie schön die Fäden da weggehen. Man kennt es auch so ein bisschen vom Rhabarber. Ist einfach, dass nachher nicht so einen unangenehmen, strohigen Geschmack. Genau. Macht beim Beißen mehr Spaß. Also wieder eine Komponente aus der feineren Küche, ne? Ja, man gibt sein Bestes. Zu anderen als
letzte Komponente, um noch ein bisschen so den Tomatengeschmack reinzubringen, machen wir uns noch ein kleines bisschen Tomat-Concassé. Okay. Jeder kennt es, man bringe Wasser in einen Topf zum Kochen, hänge die Tomate rein für 10 Sekunden und dann kann man froh und glücklich sein, wenn sie hinterher nicht auseinanderfällt, weil entweder war sie zu reif oder es war doch zu lang. Dann musst du Eiswasser herrichten, etc., etc. Ich bin da eher ein bisschen rustikaler. Ah, du zeigst mir eine andere Variante, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Das heißt auch nicht vorher irgendwie kreuzweise einschneiden oder wie man das eben kennt, sonst vom Salzwasser oder vom Salzwasser, ja. Durch die Hitze platzt die Haut von selber auf. Okay. Und die Tomate gart einfach nicht. Die kriegt ein bisschen Hitze ab, aber nicht lang genug, damit da irgendwas passiert. Das heißt, es ist einfach ein Schockmoment für die Tomate. Okay. Das ist interessant. Habe ich so jetzt in der Form, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Ja? Also wir haben ja schon Fische abgeflemmt, so Sachen gemacht, aber das ist jetzt mal neu mit der Tomate. Ja, spart halt einfach Zeit und Energie. Okay. Ja klar, sonst müsste man sich den Topf aufstellen. Mhm. So, die Haut geht super runter. Kai, du hast gesagt, ich soll den Staudensellerie in ganz feine, dünne Scheiben schneiden. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für dich. Da täte die Wert drauf legen. Ach, perfekt. Ist das in Ordnung? So? Ach, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Sehr schön. Und ich bin zufrieden, wenn du zufrieden bist. Okay, also den Staudensellerie einfach nachher nur roh aufschneiden. Da reicht wahrscheinlich jetzt gerade ein Ast, sage ich jetzt mal. Ja, reicht locker. Für unsere zwei Portionen. Ist ja wahrscheinlich auch nur für den Knack und ein bisschen für den Geschmack. Bringt halt ein bisschen Frische noch rein. Okay. Ja, man könnte ja jetzt auch noch was mit frischem Bodenseeapfel machen, mit der richtigen Sorte. So, die ein bisschen Säure bringt, so ein schöner Tafelapfel. Okay. Ja, das kann ich mir natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Bei den Radieschen, die werden wir jetzt nicht kalt machen, wie man das sonst kennt aus dem Salat. Sondern die werden wir tatsächlich ein bisschen warm andünsten in Salzbutter, glaube ich, hast du gesagt. Gell? Ganz normale Allgäuer Heumilchbutter. Ah, okay. Ja, gibt es bei uns auch im Supermarkt, soweit sind wir schon. Dann ein bisschen Salz, Pfeffer, Zucker, einfach ein bisschen so ankaramellisieren und wunderbar. Ja, also man sieht, das mit der Tomate funktioniert einwandfrei. So, dann schneiden wir es einfach ein bisschen Rauten raus. Also genau das, was du gesagt hast, man hat halt einfach den Vorteil, dass die Tomate an sich nicht gart, ja, durch diesen Schock vom Bunsenbrenner. Und mittlerweile hat ja auch fast jeder so einen Bunsenbrenner daheim, weil jeder Crème Brûlée macht, ne? Gibt es in allen deutschen Wohnzimmern jetzt wahrscheinlich schon. Von dem her auch kein Problem. So, die Radieschen einfach vierteln, oder? Einfach vierteln, jawohl. Das Grün, das zarte Grün können wir dran lassen ein bisschen, vorher oder? Gut waschen, weil sonst knistert es und knascht es da drin manchmal ein bisschen. Okay. So, die Konsistenz ist einfach super, schön sämig. Das probieren wir nochmal, ob ein bisschen Wasser ran muss. Hm. Wenn du gute Tomaten hast, dann ist schon mal die halbe Miete. Also wenn du das gerade mal abpassiert hast, darf ich auch mal probieren. Solltest du, ja. Dient zur Horizonterweiterung. Ja, eben. Ich will ja noch was lernen. Das ist jetzt halt aber davor, ne? Jetzt kommt noch das Öl da rein. Okay. Dann hast du den Vorher-Nachher-Effekt. Man schmeckt den Gin raus, schön. Oder? Ja, ist auch schön. Ist auch richtig schön. Tatsächlich von der Bindung. So, ja, so eine ganz leicht cremige Bindung, möchte man fast sagen, aber eben nicht diesen leimigen Effekt, was du vorher gesagt hast, wenn man jetzt mit normaler Stärke gebunden hätte. Ja. Jetzt ein bisschen was von dem Holunderblütenöl einfach mit reinmixen. Ja, ungefähr so ein Fünftel maximal. Okay. Weil das sind ja dann doch relativ zarte Aromen, trotz der Säure, die das Ganze ein bisschen zusammenhält. Ich schmelze ja schon mal in der Zwischenzeit die Butter für die Radieschen und würde jetzt gerade auch gerne noch mal probieren. Bist du zufrieden? Oh, es riecht, man duftet. Also es duftet schon herrlich nach den Holunderblüten. Ne? Ja, ist charmante Untertreibung, würde ich sagen, ist ganz nett. Wow, das ist richtig, also das ist wirklich eine Geschmacksbombe. Für das, dass es eigentlich zarte Aromen sind. Ja? Gut. Sehr, sehr schön. Dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig mit dem ganzen Ensemble. Du. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist den Fisch braten. Dann bringe ich dir den natürlich. Jawohl. Schon vorher gezeigt, da sind die Gräten gezogen. Ja, die Filets sind schön zupariert, zugeputzt. Ja. Ich übergebe dir das gerade mal hier. Ja. Wir dürfen uns ja nicht berühren. In der heutigen Zeit ist ja alles ein bisschen komplizierter. Ne. Deswegen stehen wir so weit auseinander. Nicht, dass sich die Zuschauer schon wundern, die jetzt vielleicht gerade zugeschaltet haben, warum wir so weit auseinander stehen die ganze Zeit. Das hat also nichts mit unserer Körperhygiene zu tun.
sondern mit diesem Virus, der da gerade rumgeht. Das Kochen mit Anstand, aber Abstand, oder? So ist es, genau. So würde ich es definieren. Perfekt. So, jetzt schneide ich einfach zwei schöne Stückle raus. Also, wenn ich so deine und meine Statur angucke, also 80 Gramm, sollten es mindestens sein pro Nase, ja, dass wir auch ein bisschen was für dem Gericht haben, oder? Sehr schön. Also ich freue mich drauf, wie gesagt, allein schon der Tomatenfond, da ist schon dermaßen Power. Das ist also wirklich eine ganz tolle Kombination. Die Radieschen, die lasse ich einfach farblos jetzt mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Zucker. Einfach so ganz gemütlich ein bisschen angehen lassen. Was ich jetzt mache, ich gebe ein bisschen Rapsöl in die Pfanne rein. Die ist noch kalt. Mhm. So, dann gebe ich ein bisschen Salz rein in die Pfanne. Ah, okay, du würzt gar nicht das Filet, sondern du würzt das Öl in der Pfanne. Warum? Ich spare mir die Arbeit. Ah, okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht auf den falschen Fuß. Zweitens, mal, ich könnte ja auch, ich bin schon über 50. Nee, die Franzosen machen es auch so, die geben einfach ein Stück normannische oder bretonische Salzbutter da rein und braten den Fisch einfach so fertig, wie er ist. Okay. Und wenn die richtige Pfanne und das richtige Fett hast, dann brauchst du nicht einmal das übliche Mehl unten drin und kriegst trotzdem hin. Bei dieser Fischgröße ist die Haut doch noch entsprechend dünn, dass man so crunchy hinkriegt. Okay, also ich kenne dieses... Würzen der Pfanne, sage ich jetzt mal. Das kennt man eigentlich, wenn man so ein klassisches Spiegelei machen. Ja, das war früher bei... Einfach, dass das Spiegelei nicht blind wird, hat man früher gesagt. Na, wenn du drauf salzt, dann sieht man einfach, dass das so ein bisschen anläuft. Ja, ja, das war bei Fernand Poin und bei Paul Bocuse die Aufnahmeprüfung. Wenn jemand Koch bei denen werden wollte, sagt er, mach mir ein Spiegelei. Du beurre. Ja, genau. Gib also Butter, sagt man auch immer so. Die drei Geheimnisse der französischen Küche, Butter. Ja, also, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt die Radieschen, die so ganz leicht anschmurgeln. Du hast ihn jetzt in die kalte Pfanne gegeben. Ja. Einfach, dass der auch schön sanft gart. Wir haben den Tomatenfond fertig. Der ist aufgemixt. Machen wir den jetzt noch mal extra warm? Oder nee, das reicht, wenn das so richtig schön gut lauwarm ist, dann ist das wunderbar. Genauso das rote Beete-Püree, darf ich auch mal probieren. Recht süßlich abgeschmeckt auch so ein bisschen. Ja, also diese süßlich erdige, dass die ganzen Komponenten halt auch ein bisschen so ausgewogen zueinander sind. Dann hast du da noch diese kleinen, ich sag mal so, kleinen geilen Säurepunkte auf dem Teller. Okay. Ja gut. Ich denke mal, wir haben unsere Hauptkomponenten zusammen. Können das nachher dann schön auf dem Teller arrangieren. Ich bin schon ganz gespannt, wie du das nachher in Szene setzt, die ganze Malerisch Sache. Malerisch unordentlich wahrscheinlich. Malerisch unordentlich. Toller Begriff. Also, wie gesagt, wir haben alle unsere Komponenten beieinander. Sie, liebe Zuschauer, schicke ich ganz kurz in die Pause und anschließend sind wir mit dem Nagelfluh-Saibling und diesen herrlichen Komponenten, die wir produziert haben, wieder zurück. Kai, schönes Gericht haben wir da gezaubert. Ich denke oder ich hoffe mal zumindest, dass das dem entspricht, wie das bei dir im Restaurant auch serviert wird. Also, wenn ich da so hinschaue, das schaut schon sexy aus. Also, anders kriegst du es bei uns oben auch nicht. Bist du zufrieden? Klar. Können wir einmal anstoßen. Machen wir. Ah, ich nehme an, Bodensee, weiß, trocken, frisch, sehr schön. Passt auf jeden Fall zum Gericht. Das heißt? Finde ich auch. Ich darf den Sud angießen. Ich bitte darum. Bei dir machen das wahrscheinlich die netten Service-Damen und Herren. Machen sie. Da läuft mir das Wasser auf jeden Fall im Mund zusammen. Wir werden jetzt gleich mal probieren. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie dieses leckere Rezept einmal nachkochen wollen, können Sie das selbstverständlich downloaden unter wertvollkochen.regio-tv.de. Sollten Sie eine Sendung verpasst haben oder diese nochmal nachschauen möchten, können Sie das selbstverständlich auf unserer Mediathek tun. Ansonsten heißt es wieder kommenden Sonntag 18.30 Uhr wertvoll kochen und nur auf Regio TV. Wir freuen uns. Kai, lass uns probieren. Es schaut super aus. Am guten Wind wieder. Läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Liebe Zuschauer, das nächste Mal bei Wertvoll Kochen Olli Rieger aus Oberstdorf vom Riegers Restaurant. Er hat uns Schweinsbäckle mitgebracht, wunderbarer junger Mangold. Lanzinger ist unser Thema, freuen Sie sich darauf. Sonntagabend 18.30 Uhr, wertvoll kochen und nur auf Regio TV.